Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir hocken immer noch im Tempel von Tuamawahi fest. Und zwar irgendwo hier drüben im zweiten DLC, nachdem wir das erste ja zum Glück schon mal abgeschlossen haben. Ja, das zweite hat es viel mehr in sich, muss ich sagen, was diese Kämpfe angeht. Man muss viel taktischer denken, was schön ist eigentlich. Aber irgendwie nerven sie auch teilweise. Gut, wir müssen jetzt... Falsches Ding, ich wollte das Questlog. Das ist hier immer die Schwierigkeit. Ein Erfolg ist wahrscheinlich, ja. Überlebe den Adalas, die letzte Herausforderung des Übergangsritus. Nachdem ich das Flugbild von Meerwald besiegt habe, steht mir nur eine weitere Prüfung bevor, ehe ich den Übergangsritus abschließen kann. Wenn ich bereit bin, wird das Becken der Erinnerung einer letzten Prüfung initiieren. Ein Duell gegen eine rivalisierende Gruppe, die nach und nach strebt, ihren eigenen Übergangsritus zu vollenden. Ja, und trinke im Überfluss. Es ist mir gelungen, eine ausreichende Menge an Seelennisse zu sammeln. Niale dürfte erfreut sein, wenn ich ihm den vollständig aufgeladenen Gürtel präsentiere. Da haben wir ja schon den neuen. Wenn ich den verbesserten Gürtel trage, bedeutet dies, dass ich mit härteren Herausforderungen stellen muss, um Seelennisse zu sammeln. Die Quest ist auch auf meinem Level. Ja, und... Für... Die drei Fraktionen habe ich bereits Nebenquests. Also Fraktionsquests. Für die Warner fehlt mir noch. Bestie des Winters habe ich abgeschlossen. Kopfgehändler habe ich abgeschlossen. Naja. Okay, das heißt, wir gucken uns jetzt mal die letzte Herausforderung des Übergangsritus an. Der Adalas. Im vierten und letzten Kampf eines Übergangsritus treten zwei Rotten von Wettsteinern gegeneinander an. Zwei Teams betreten den Spätziel und noch nur ein Team wird den Segen von Tuamawahi erhalten und die Arena lebendig verlassen. Es gibt keinen Sieg, in dem das andere Team zur Kapitulation unterworfen wird. Der Spätziel fordert ein Opfer und nur durch den Tod des Verlierers kommt der Sieger voran. Ja. Solange die dich auch wieder schummeln und es mehr als fünf sind, weil wenn das diese Gruppe von dem einen aufgeblasenen ist, dann war das fünf. Na, mal abwarten. Das muss ja auch nicht heißen, dass diese fünf jetzt schwach sind. Gucken wir mal, was sagt das tolle Gesicht? Wir sammeln unsere neueste Auswahl für das Ausmerzen. Ihre Aufgabe ist ganz einfach, töten oder getötet werden. Die Überlebenden werden das Recht erwerben, am Wettstreit um die Krone des Meisters teilzunehmen. Lass die Jagd beginnen. It appears only one of us will be finding greatness in the Crucible. Ah ja, es ist wirklich Pipiltin. Es scheint, als würde nur einer von uns Ruhm im Spätziel erlangen. Der witzige Pipiltin in seiner knallbunten Rüstung tippt sich in einer Art Impgruß an die Stirn. Any last words before you die? Irgendwelche letzten Worte, bevor du stirbst? Der Orlanert schwingt seine Waffe in einer gut aussehenden, aber vollkommen unpraktischen Serie vermeintlicher Finden und Paraden. Er hat doch ein Gewehr auf dem Rücken. Und da ist ein Schurke, wenn ich richtig sehe. Na, tut mir leid, wer bist du nochmal? Sie wird schon mal begegnet. Bringen wir es hinter uns. Letzte Worte? Nichts sagen. Nichts sagen. Farewell, Watcher. May the gods welcome you. Lebe wohl, Wächter. Mögen dich die
Mögen die Götter dich willkommen heißen. Er zieht seine Waffe. Ja, bloß was muss, dann sorgen wir dafür, dass es nicht unseres sein wird, ja. Was haben wir hier? Einen Söldner, Schurken, Mönch, Kämpfer, Barbar und Pipiltin. Okay. So, alle sichtbar werden. Xoti buffen. Alof Bogen rausholen. Ich beschwöre Drachen. Seraphin. Nimm mal den Mönch für uns bitte aus dem Spiel. Okay, Xoti, hol Alof gleich mal bitte zurück. So. Du heil dich. Ich rufe etwas herbei. So, Alof, neue Bogen. Konstantin wiederbeleben. Ach, wenn das ein bisschen... Gut, Konzentration hat gehalten. Konstantin. Ja, Pipilti muss weg, aber erst einmal. So, tödliche Überraschung ist aktiv. Pipilti kriegt einen Herzschuss. Es ist nicht gut, dass Xoti kaputt ist. Seraphin. Seraphin, heil dich sicherheitshalber mal. Du. Belebt Fenrir wieder. Versuch den mal zu übernehmen. Captain. Consider it rock fucked.
Seraphim, das sieht nicht gut aus, aber wir machen mal einfach weiter. Löse ihn mal auf, dann müsste er tot sein. Ja. Ingmeriks Rache. Bezauber umstehende Bestien um 15 Sekunden auf. Erzieht hier Bestien. Hä, was? Bezaubere umstehende Bestien um 15 Sekunden auf erzielten Bestienkill zu erhalten. Plus 2 Wahrnehmung. Was für Hagrim. Eigentlich eher was für Maya, aber die haben wir gerade nicht dabei. Oh, der Rest. Ja. Sehnenergie wirbelt um dich herum und bedrängt schwer deine esoterischen Sinne. Du strengst deinen Willen an und es gelingt dir, die Umgebungsessenz zu steuern. Oh, hier sind alle gerade ein bisschen am Durchdrehen. Die Sehnenessenz zum Schmelztiegel und zur wilden Tierwelt von Kasovari zurücksenden. Die Sehnenessenz in Muatu leiten und ihn dadurch befähigen. Die Sehnenessenz selbst aufnehmen. Die Sehnenessenz zum ewigen Rat leiten. Ach, tun wir Galloway doch mal den Gefallen und geben ihm die Sehnessenz zurück. Du hast Galloway ins Zorn gelernt. Yay. Du lässt zu, dass die Energie sich wieder in der Arena niederlassen, auch wenn du sehr wohl spürst, wie ein wenig der Macht in der Wildnis außerhalb der Arena entweicht. Ein herrlicher Kampf zeigt unseren Kandidaten unter den Herausforderern. Jetzt ruhe dich aus und dann kehre zurück, Herausforderer. Die Menge ist begierig darauf, dich ein weiteres Mal jagen zu sehen. Ja, was macht Galloways Zorn? Ich hätte gesehen, es hätte vielleicht Muatu geben sollen. Tränke im Überfluss. Ja, der Gürtel nimmt Energie aus der Arena auf. Ich habe den Übergangsritus so überstanden und die Arena nannte mich zu einem Anwärter des Schmelztiegels. Man teilte mir mit, dass mir weitere Prüfungen bevorstünden. Ich sollte zum Becken der Erinnerung zurückkehren, um zu sehen, was mich in seinem Wasser erwartet. Ja, nachdem wir gerastet haben. Wer hat eigentlich die höchste Wahrnehmung von denen hier? Wahrnehmung 11, Wahrnehmung 12, 13, 13. Sie hat gerade 13, ach, durch die Maske, okay. Sieht lustig aus, aber ja. Was ist auf Xoti? Ach, Kämpfergeist. Ado Challenger, what can I interest you in? Of course. Ja. Einmal rasten, bitte. Oh ja, ich wollte gucken, okay, was Galloways Zorn ist. Sehe ich schon mal nicht hier. Ah, hier Galloways Zorn.
Genauigkeit gegen Bestien.